Hallo, ich bin der Wamser. Ich war da schon öfters hier, aber diesmal hat es nicht für einen Vortrag gereicht. Ich habe zwar verschiedene Sachen angefangen, aber nee, ich hab gesagt, mache ich nicht. Peinlich. Und dann habe ich mir irgendwann mal so ein Calliope gekauft, so Kinderspielzeug. Aber das war ein bisschen... Es hat Hello gemacht und die Leuchtdiode hat geblinkt. Jetzt habe ich gedacht, was kann man noch mitmachen, was Sinnvolles. Gell? Und dann bin ich draufgekommen, man kann den iBeacon mitmachen. Und ich habe den mitgebracht, der ist aktiv, man kann den empfangen und der macht dieses Protokoll Eddystone oder sowas. Und ich habe vorhin mal hier den Hörsaal vermessen, weil man ja da auch den Abstand rausmessen kann mit so einer App, wo man sich runterladen kann. Und da war der ganze Hörsaal nur 4 Meter. Also das stimmt was nicht, aber es ist kontinuierlich größer geworden. Also vom Abstand, die Proportionalität hat schon gestimmt, aber 4 Meter ist halt bis da hinten an der Wand ein bisschen wenig. So, und auf dem iBeacon kommt dann meine Webseite. Wenn man dann draufdrückt, wird man mit dem Untergang verbunden, untergang.de. Die gehört mir. Ja, damals wollte ich eigentlich apokalypse.de, aber die war schon weg. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann zweite Chance, untergang.de. Also wenn man da drauf drückt und Calliope eintippt, dann kommt man auch dahin. Also was ich noch sagen wollte, das Calliope, also wer es empfangen will, das geht. Was ich noch sagen wollte, ist, ich mache einen Linux-Stammtisch in Worms, wer zufälligerweise mal in Worms vorbeikommt, der ist immer am ersten Dienstag im Monat und der heißt Wohllust mit einem L. Wormser Linux-User-Stammtisch. Und das wollte ich halt auch mal sagen, wenn einer in Worms vorbeikommt, die Webseite heißt auch so wohllust.de und dann erfährt er das Wichtigste und das war's dann auch. Also mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Danke.